du Lust, mit mir einen Kaffee zu trinken? Kennst du mich? Nee. Ist das wichtig? Kannst mich? Nee, ich kann wirklich nicht. Tschüss. Ich war in den Kudamm gelaufen und kommt ein Mädchen zu mir her und fragt mich, hast du Lust, mit mir einen Kaffee zu trinken? Und ich war so schockiert davon, ja, von der Tatsache, dass ein Mädchen mich anquatscht, ja, dass ich verdutzt stand ich da und konnte nichts machen. Ja, nicht? Und habe dann später halt dann anderen Leuten die Geschichte erzählt, nicht? Und die fanden die also ganz toll, besonders Frauen. Ja. Und irgendwie merkte ich, dass es also doch eine sehr interessante Geschichte ist. Und dann habe ich halt das, was mir da passiert ist, einfach hingeschrieben. Nicht? Und das war dann der Kurzfilm. Aus einem kleinen Dorf mit 3000 Einwohnern und da gab es damals ein Kino und da bin ich halt wann immer ich konnte hingegangen, aber das war halt, da haben wir halt Western, Krimis und solche und deutsche Schlagerfilme und sowas gesehen, ja. Und da ist man halt ins Kino gegangen, da war wichtiger, in welcher Reihe man sitzt und wenn dann die Vorschau kam, auch die Trailer für die kommenden Filme, ja, da waren wir immer ganz glücklich, ja, oh, da gehen wir rein, ja, nicht toll, ja, nicht und so. Es war eine ganz, so wie man heute fernsieht vielleicht, so habe ich damals Kino gesehen, Filme gesehen, ja. Und mit so einer Erfahrung bin ich nach München gekommen, dann erst mal später, ja. Und München war die erste Großstadt für mich und mit Kino, dass in München mehr Filme zu sehen waren als in anderen Städten, ich hatte keine Vergleichsmaßstäbe, ja, nicht. Und das ist mir auch gar nicht aufgefallen. So viel war ich auch gar nicht im Kino in München. Und in München war das Erste eigentlich, was mir auffiel, eine Freundin hat mich immer so in Filme, in Kinder des Olymp und in diese Filme geschleppt halt, also in diese Filmkunstfilme, die damals so sehr en vogue waren. Und da merkte ich halt, dass da was Gleiches ist bei diesen Filmen, ja. Und später habe ich dann rausgekriegt, der Regisseur dieser Filme war Marcel Carnet, ja, und mir fiel halt auf, dass der Regisseur offensichtlich was mit den Filmen zu tun hat und nicht die Schauspieler, ja. Und das war meine Filmerfahrung zu dem Zeitpunkt. Nicht viel mehr wusste ich nicht. Und dann bin ich nach Bonn gegangen, um zu studieren. Das sind aber auch wieder private Gründe dafür ausschlaggebend gewesen. Ich wollte eigentlich nach Berlin, aber meine Freundin ist da nicht angenommen worden und so. Und dann haben wir uns halt auf eine Stadt geeinigt, wo wir beide hin konnten. Und das war Bonn, das war ein reiner Zufall. Und in Bonn habe ich meine erste Frau kennengelernt und wir haben geheiratet und um Geld zu verdienen, habe ich halt statt Gedichte zu schreiben, wofür man ja kein Geld kriegen kann, angefangen Filmkritiken zu schreiben. Um Geld zu verdienen auch nicht, weil irgendwie muss man ja dann für seine Familie ein bisschen auch noch sorgen, auch wenn man studiert nicht. Rudolf Thomé, geboren 1939 in Wallau an der Lahn, dreht seit 1964 Filme. Noch 1980 bezeichneten ihn die Cahiers du Cinéma als den wichtigsten unbekannten deutschen Regisseur, obwohl seine Filmografie damals bereits 13 Filme umfasste. Schon seine Arbeiten als Kritiker zu Beginn der 60er Jahre zeigten die Stilsicherheit, die ihn später als Regisseur auszeichnete. Im Gegensatz zur etablierten Filmkritik in der Bundesrepublik akzeptierte er schon damals die großen Meister des Hollywood-Kinos, vor allem Howard Hawks, der sein Vorbild als Regisseur wurde. Wenn ich mit einer Frau ins Kino gehe und die Frau liebt mich und wir sehen einen Film, den ich liebe, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass die Frau diesen Film während des Sehens mit mir auch lieben wird. Ja? Man wird irgendwie
von den Gefühlen, die der andere während des Sehens eines Films hat, beeinflusst. Und man sieht, man mag ihn dann halt auch, ja. Und so war für mich der Zugang, oder die Tatsache, dass ich Filme von Hawks liebte, war für mich sicherlich erst möglich dadurch, dass halt ein Regisseur, der halt Hawks liebte, das war für mich Godard, ja. Ich habe halt dessen Film, zu dessen Filmen hatte ich natürlich einen direkten Draht nicht. Ich habe die gesehen und war begeistert, ja. Und ich hatte halt seine Kritiken gelesen in den Cahiers du Cinéma und das gefiel mir halt auch, ja, was er schrieb. Und es gefiel mir mehr, was Godard über, sagen wir mal, einen Film von Hawks geschrieben hat, als was zur damaligen Zeit Enno Patalas über einen Film von Hawks geschrieben hat, nicht? Das entsprach einfach viel, viel mehr dem, was ich gefühlt habe, ja, wenn ich den Film dann gesehen habe. Also es war damals sehr oft der Fall, dass ich über einen Film eben die Information aus zweiter Hand hatte, also eben durch die Kritiker der Cahiers du Cinéma, ja, und dann erst habe ich den Film gesehen. Also ich habe den Film quasi dann gefiltert durch diese Kritik der Cahiers-Leute gesehen, ja. Und die Begeisterung war dann halt da, ja. Ob das so gewesen wäre ohne, weiß ich nicht, ja. Aber ich meine, ich habe die meisten dieser Filme, die ich sehr mochte, ja, über die Jahre hinweg immer wieder gesehen und das hat angehalten, ja, nicht. Und selbst heute bin ich noch restlos glücklich manchmal, wenn ich irgendeinen Film von Hawks sehe, ja. Thomé drehte zwischen 1964 und 1968 vier Kurzfilme. Die beiden ersten zeigen kleine alltägliche Geschichten, die späteren orientieren sich am amerikanischen Genre-Kino. Thomé und seine Kollegen Klaus Lemke, Max Zielmann, Peter Nestler, Eckhard Schmidt und Jean-Marie Straub, die später ganz verschiedene Wege gingen, galten damals als neue Münchner Gruppe des jungen deutschen Films. Ihre Kurzfilme kamen ohne aufwendige Kunstmittel aus. Sie erinnerten an die schmucklose Direktheit Hollywoods und waren den frühen Kurzfilmen der französischen Nouvelle Vague verwandt.